Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Lösung für Übung 6 Aufgabe 2 an, in der wir den Konsolentypdarsteller erweitern sollten, damit wir eben auch Eigenschaften, Felder und Events zusätzlich zu den Methoden, die wir schon in der Vorlesung besprochen haben, über Reflection ausgeben können. Und wir sollen dann eben diese Funktionalität testen mit List of String, iList of String, mit einem Double-Wert, mit einem Delegate und einer Enumeration oder einem Wert einer Enumeration, um genau zu sein. Und ich habe das Ganze auch schon mal programmiert. Hier sieht man eben die beiden Einstiegsmethoden, die wir auch schon in der Vorlesung gehabt haben. Das heißt, ich kann mir einmal dieses Typobjekt, was ich für Reflection brauche, eben über Object.getType auf und durch diesen Aufruf holen. Oder ich mache es eben über den TypeOf-Operator. Dadurch bekomme ich eben auch ein solches Type-Objekt, das ich letztendlich nutzen kann, um zu einem Typen dynamisch zur Laufzeit die entsprechenden Mitglieder, die er hat, auszulesen. Und wir haben hier diese GibTypeArt-Aus-Methode, die auch schon in der Vorlesung eben sie zu Gesicht bekommen haben. Ich habe sie etwas abgeändert. Ich habe ja jetzt eben bloß die Unterscheidung gemacht, diese TypArt, ist das ein Wertetyp oder ein Referenztyp? Dazu benutze ich eben isValueType, diese Eigenschaft von eben diesem Typobjekt, was hier mit übergeben wird. Wenn wir zurückschauen, haben wir dann hier eben die GibMethoden-Infos aus. Die ist im Prinzip genauso wie auch in der Vorlesung. Deswegen werde ich sie jetzt hier nicht weiter besprechen. Dann kommt aber GibFeld-Infos aus. Das ist schon interessanter. Ich hole mir eben GetFields mit dieser Methode auf dem Type-Objekt die Informationen zu den Feldern, also ein Array von FieldInfo, um genau zu sein. Und ich durchlaufe diese dann eben, wenn Feldinfos enthalten sind, und gebe eben an, dass dass erst der Name und dann der Typ des Feldes ausgegeben werden soll. Und das war es auch schon, was ich hier mache. Hier gebe ich Eigenschaften aus. Die setze ich etwas anders zusammen. Also ich hole mir grundsätzlich auch erstmal mit GetProperties natürlich den entsprechenden Array, durchlaufe ihn wieder und überprüfe dann, ist das eine lesbare oder schreibbare Property, und setze dann eben gegebenenfalls so meinen String, und die komplette Beschreibung für eine Eigenschaft setze ich dann eben aus Name, aus dem Typ der Eigenschaft zusammen, und dann setze ich eben, wenn eine Get-Methode vorhanden ist, ein Get mit Semikolon hin und ein Set dahinter, je nachdem, ob es vorhanden ist oder nicht. Okay, so viel zu gibt Eigenschaften aus. Dann haben wir eben hier noch für die Event-Infos eben, also eigentlich sollte ich diese Methode, wenn man es genau nimmt, auch ein bisschen anders benennen. Es gibt Events aus, wenn ich es, warum habe ich denn hier eigentlich Feldinfos das genannt? Also, vielleicht sollte man das die Felder ausnehmen. Okay, jetzt haben wir es einheitlich. Und auch hier hole ich mir eben wieder mit GetEvents den entsprechenden Array, laufe da durch und gebe dann eben zu diesem Event hier diese Informationen aus. Und damit habe ich eben durch Reflection die entsprechenden Typen ausgelesen. Und dann schauen wir nochmal zurück ins Programm. Was ich hier mache, ich erstelle mir hier eben ein Objekt von diesem Konsolentypdarsteller und dann hier eben diese drei Werte, die ich direkt übergeben soll. Rufe dann hier eben mit der Liste diese GibTypInfos-Methode auf. Dann einmal eben die generische Variante, wo ich iListOfString benutze. Hier habe ich ein Console-Readline eingefügt, weil wir sonst eben diese Infos nicht mehr auf der Konsole lesen könnten, wenn wir diese hier auch ausführen. Der Buffer ist, der Konsole ist eben nicht groß genug dafür. Deswegen hier dieses Readline. Und danach gebe ich eben einen Double-Wert drüber, einen generisch aufgelösten ActionOfIntDelegate und hier eben die Konsolenfarbe
in diesem Fall natürlich dunkles Grau. So, dann schauen wir mal an, was hier passiert. Wir haben hier als erstes eben die Liste. Sie werden sich jetzt fragen, hoppla, warum steht denn hier Hochkomma 1? Das ist eben die interne Darstellung für of t. Das heißt, Hochkomma 1, dass diese Klasse oder dieser Typ im Allgemeinen eben generisch ist und einen generischen Parameter hat. Ich glaube, wenn wir zwei generische Parameter hätten, würde hier Hochkomma 2 stehen. Ja, das ist das Erste, was man eben betrachten kann. Und dann haben wir hier eben getCapacity, setCapacity, getCount, getItem, setItem. Das ist komisch, weil das schaut eigentlich aus wie Getter und Setter. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Wenn wir hier dann aber runterschauen, dann sind hier die üblichen Methoden, die auf List of T definiert sind, die wir auch schon kennen. Add, addRange, asReadOnly, binarySearch und so weiter. Clear, contains, copyTo, exists und wie sie alle heißen. Ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen. Also wir sehen hier diese ganzen Methoden, die es gibt, auch in allen Überladungen. Dann sehen wir hier eben, der Typ enthält keine Felder. Und hier bekommen wir dann nochmal die Eigenschaften selbst zurück. Capacity, Count und Item. Also Item ist ja im Prinzip eigentlich der Indexer-Syntax. Wir merken uns also, wenn wir die Methoden holen, sind dort auch implizit Getter- und Setter-Methoden von eben Eigenschaften mit enthalten und auch die Add- und Remove-Methoden von Events, wobei jetzt hier List of T eben kein Event hat. So, dann kommen wir eben zum Interface iList of T. Auch hier haben wir getItem, den Getter. Hier haben wir sogar get und set. Hier haben wir auch setItem. Gut, ich habe es gerade übersehen. Aber wir sehen eben, auf diesem Interface ist deutlich weniger definiert als in List of T. Wobei iList of T natürlich auch noch von anderen Interfaces ableitet, auf die wir jetzt keinen Einfluss haben. So, und dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier oben jetzt eben Double mit eben is infinity, is positive infinity. Wir sehen, das ist alles statisch hier in diesem Fall. Wir haben die compare to equals, die Operandenüberladungen mit eben equality, inequality, less than, greater than und so weiter. Die werden also intern so dargestellt. Und da ist der Syntax, wenn wir die entsprechende Operatorenüberladung schreiben, ja auch etwas anders. Ja, und hier eben, wir sehen auch auf so einer Struktur, es sind eigentlich sehr viele Typen definiert. Und wir sehen hier eben auch nochmal, dass es hier einige Felder gibt, wie min-value, max-value, epsilon. Das ist eben der kleinste Unterschied zwischen zwei, oder kleinstmögliche Unterschied zwischen zwei Double-Werten. Positiv und negativ unendlich und not a number. Was es damit auf sich hat, das lernen Sie in der Vorlesung CR im nächsten Semester, meines Erachtens. Wir sehen aber, ein Double hat keine Eigenschaften und auch keine Events. Ja, dann kommen wir zur Action. Wir sehen auch hier, das ist ein Referenztyp. Und wir sehen hier eben die verschiedenen Methoden, die dieser Delegate zusätzlich noch anbietet, obwohl wir ihn ja wirklich nur sehr knapp definieren eigentlich, wenn wir Delegates selber definieren. Wir sehen auch, hat keine Felder, aber wir haben eben die Methode und das Object, das wir auch noch zusätzlich abgreifen können, wenn wir einen Delegate-Typen einsetzen. So, und dann kommen wir zum letzten. Hier sehen wir eben nochmal, dass die Enumeration eben auch ein Wertetyp ist. Wir haben hier die verschiedenen Methoden, die dieser Typ hier festlegt. Und interessant, wir haben auch, Entschuldigung, das wollte ich nicht, müssen wir mal kurz hinauszoomen und das wieder etwas kleiner machen. So.
Und wir haben hier eben auch sämtliche Felder, die in dieser, oder die konstanten Werte sozusagen, die in dieser Enumeration fest sind, sind hier ebenfalls mit als Felder enthalten, wie wir das sehen. Und man sieht eben die Typdefinition, wie wir sie eben in Source Code schreiben, wie zum Beispiel bei einer Enumeration und oder einem Delegate, die kann sich deutlich unterscheiden von der internen Darstellung. Und auf die interne Darstellung können wir eben über Reflection hier zugreifen, wie wir sehen. Und das war einfach nochmal die Übung dazu, dass man ein bisschen mehr das Gefühl bekommt, was ist denn eigentlich dieser Reflection-Mechanismus, wie kann ich ihn einsetzen? Und ich habe ja eben auch schon in der Vorlesung dann gesagt, wir können eben mit diesem Reflection-Mechanismus, wo das Einstiegsobjekt eben immer ein Type-Objekt ist, über das wir dann uns sukzessive die Mitglieder eines Typs holen können, dass wir hier eben nicht nur die Möglichkeit haben, diese Sachen dynamisch auszulesen, sondern wir können beispielsweise auch dynamisch Methoden über Reflection aufrufen. Oder dynamisch Felder setzen und so weiter. Und das war einfach nochmal die Übung dazu. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, gern an mich per Mail. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.